und ein nächstes Quest geschafft. Yep. Und wieder mehr Ausdauer dazu erlangt. So ein DPS haben wir schon mal für die Gruppe. Und dann fliegen wir wohl mal zu Feigling und Dummköpfe. Jo. Ich finde es übrigens schön, wie Koja Willenskraft gesammelt hat. Danke. Übrigens, ich glaube, du hast die Hütte geschwankt. Nein. Cool. Ich habe keinen Blitz gesehen. Keinen Meteoriten. Und, aber ich habe dich gesehen. Mit der Sprengladung, ja, das stimmt. Okay, das leugnest du schon mal nicht. Ich hatte keine Sprengladung in der Hand, Cool. Du hattest eine Sprengladung. Ich hab's auch geworfen. Schon 2 DPS. Ja. Weil ich habe Gott eingesehen, dass es unfair war, uns immer diese Inifor zu enthalten. Ich meine, er hat sogar Blizzard angegriffen, ja. Ganz schön mutig von Gott. Jetzt wird er irgendwann rausgepatcht. Hat Blizzard wirklich versucht. Aber Gott ist nicht ganz so einfach zu besiegen. Und dann hat Gott den Kataklysmus gestartet. Blitz muss irgendeine Erklärung finden. ja, das war Todesschlinge. Was denn? Ich meine, hat Todesschwinge dich wirklich mal angegriffen? Wenn ich mal an Lichtking erinnerst, ne? Der hat dich ständig angegriffen. Aber Todesschwinge auch. Hat er wirklich dich angegriffen, Koda? Meine Schwester wurde von ihm getötet beim Leveln. Echt jetzt? Ja. Der ist irgendwie auf einmal gekommen, bumm. Wir reden hier von Todesschwinge. Ja, hat jedenfalls erzählt. War bestimmt nur ein großer Drache. Oh Gott, ein Geisterschiff. Es fährt ins Eis. Hallo. Fahr mit. Man muss immer auf Koja aufpassen. Er ist anfällig für so irrationale Dinge. Das ist ein Geisterschiffsgrün. Und ich meine, unsere Schiffführerin ist auch am Angriff von. Aber ich habe noch nicht alle voll. Wie viel brauchst du noch? 3. Oh mein Gott. Ja, wenn du mal wegrennst. Cool.
Wenn du wieder Geisterjäger spielst und die Geister dann nicht mal tötest? So ein Geisterschiff. Oh ja, excuse me. Ich fände es ganz witzig, wenn man auch ohne Fluglizenz hier fliegen könnte. Und dann würden nur vielleicht so, so Magier kommen. Die Magier von Dalaran zum Beispiel. Ja. Wie bei Baldur's Gate 2, ja. Wenn man da eine Stadt gezaubert hat, kam ja gleich dieser Council of Foreign Relationships und hat sich da gepasst. Ich meine, Kojo und ich sehen solche Gelegenheiten immer dazu, früh gute Ausrüstung zu bekommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Für Baldur's Gate 1, wo wir uns direkt in der ersten Stadt erste Gelegenheit Plattenrüstung. Ja. Also von den Wachen in Kersenburg. Ah ja, genau, wo ich. Da war schon witzig. Dann bin ich mit dem Krieger allein den ersten Teil durchgespielt habe. Also ich habe ihn allein nicht durchgespielt. Habe ich das auch versucht. Ich musste so oft laden, bestimmt 15 Mal oder so, bis die Wache dann gebastelt hat. Aber es lohnt sich. Ja, habe ich auch einmal durchgespielt. Mit dem bösen Magier. Coach ist böse. Ja. Und da habe ich tatsächlich am Ende, kurz vor Ende, den Gegenstand, die Robe des bösen Erzmagiers gekriegt. Wow, that holy shit. Kann nur ein böser Charakter tragen. Wie episch ist das? Da war ich so glücklich. Weißt du, ich habe einen richtigen Weg eingeschlagen. So. Das ist Geisterjäger. Hm? Hier, irgendwo muss eine Leiche sein. Bist du unter Wasser? Mhm. Hab sie, glaube ich. Weiterhin fehlt ein DPS. Gib mir dein Totem. Ja, Kojo, kleines Coming of Heroes Update. Wie sieht deine Strategie im nächsten Match aus? Meine Strategie, also wir spielen ja jetzt erstmal noch ein bisschen mit den Alliierten. Beziehungsweise USA und die Britannia. Und bei mir sieht das so aus. Gegen die Wehrmacht wähle ich als Doktrin. Ja. Die Doktrin Artillerie. Kanadische Artillerie oder wie das heißt. Und gegen die Panzerelite. Noch nicht joinen. Okay, jetzt kann man joinen, glaube ich. Gegen die Panzerelite nehme ich Royal Engineering Supply oder wie das heißt. Was sind da deine Vorteile? Da kriege ich bessere Panzer. Und sonst mal kaum eine Chance gegen die Panzerelite groß was zu machen, weil ich habe keine Pack. Ich habe nicht so recht, muss man wissen. Als britisch. So, ich pulle schon mal. Und dann. Ich kann nicht chargen. Ist das besser? Na, weiß ich Bescheid. Ah, jetzt sieht man die Inni hier auch mal bei Nacht. Ja. So geil aus. Episch. Gut so auf den Charge warten. Man sieht hier übrigens
Der Krieger. 17k AP, Todesritter, auch fast 17k, aber ich tanke. Getankt, der hat aber auch fast 14k. Und das verrät er nicht. Ich bin auch Tank. Ich bedenke, später laufe ich da so mit 175k und da freue ich mich einfach schon. Und wie sieht deine Strategie aus? Gegen Wehrmacht werde ich ein starkes Spiel anfangen mit wahrscheinlich so 4 Rifleman Squads. Vielleicht einen Jeep, weiß nicht, muss man gucken. Und werde dann auf einen so einen Half-Track gehen mit einem Quad 50er MG, ja. Holy shit. Und dann erstmal ein paar Panzerwagen mir holen, 2 bis 3, denke ich. Bevor ich dann weiter nachdenke, ob es sich lohnt, auf Tanks zu gehen oder auf dieser Strategie zu bleiben. Gegen Panzerelite weiß ich einfach nicht. Vielleicht gehe ich da auf die Luftwaffendoktrin und hole mir Ranger oder Airborne Infantry, die den Panzergrenadieren ebenbürtig sind. Mal gucken. Und gegen so ein Mischverhältnis werde ich wahrscheinlich dasselbe machen wie gegen Wärmer. Bei mir ist das gleiche, gegen Mischung nehme ich Artillerie-Doktrin. Ja. Was machen die da? Nam, 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 nam. Na gut, wenn es ins Late Game geht und wir fast 3/4 der Map, sage ich mal, kontrollieren und ein Push von denen nicht zu erwarten ist, gehe ich vielleicht auf diesen Calliope Raketenwerfer mit Shermans als Unterstützung. Und ja, muss man sehen. 3/4 der Maps, Grüne, bist du aber optimistisch? Sagen wir mal so 3/4 der Map, dass ich mir sicher bin, dass ich dann darauf gehe. So war das eher gemeint. Ansonsten halt Situation. Ja, toll, einer hat schon vercrappt. Das ist immer wieder toll. Ich fast nicht.